Ja, du gibst mir das Zeichen und ich drüber bin. Ich habe das mal jetzt so locker versprochen. Okay. Hallo. Schönen Tag. Freue mich sehr über die Einladung. Wir müssen jetzt der Mann da hinten. Du bist soweit, weil ich muss immer sagen, weiter. Nee, das funktioniert bei mir nicht. Das geht nur bei den anderen. Okay, ich habe das nämlich so gemacht. Ich habe wirklich nur Fotos gemacht und habe jetzt keine PowerPoint und dann müssen wir immer weiter sagen, dass es dann klickert. Okay, ich wusste ja, ich bin der Letzte. Den letzten beiden sind die Hunde. Insofern habe ich mal den Smiley erstmal geschickt. Und hoffe, ihr haltet jetzt noch 8 Minuten durch. Gut, ich bin oder Vertreter der kleinsten Stadt, die hier in Rede steht, glaube ich. Wir haben momentan knapp über 500.000 Einwohner, sind damit aber die größte Stadt in Sachsen. Und wichtig, ich würde am Anfang so ein bisschen allgemein erstmal beschreiben, weil das ja doch, glaube ich, ein Sonderfall ist. Eine ostdeutsche Stadt war jetzt hier noch nicht so im Fokus. Ich würde ganz kurz das beschreiben, dann gehe ich nochmal auf das große Problem Genossenschaften, GAKVA ein und dann sage ich so, was aus meiner Sicht da wichtig wäre. Also nochmal, wir sind bei 500.000, wir sind eine wachsende Stadt seit 5 Jahren wieder. Ich sage mal, die Zahlen 1939 hatten wir 670.000 Einwohner. Das war dann nach dem Krieg, also nach der Zerstörung, teilweise Zerstörung von Dresden, lag das bei 350.000. Also wir haben einen unglaublichen Wechsel in der Einwohnerzahl und haben seit 5 Jahren doch wieder einen relativen, kontinuierlichen Wachstum, der sich vor allen Dingen regeneriert aus vor allen Dingen dem Umland, also die Lausitzer Gegend. Und deswegen sind wir in der Lage, wie viele ostdeutsche, so sage ich mal, Mittelgroßstädte, dass wir eine wachsende Stadt eigentlich im schrumpfenden Umland sind. Und das ist ein großes Problem für das Umland, weil wir saugen die quasi raus. Und bei uns landen die dann, was ja für uns erstmal schön ist als Stadt. Aber das schafft aus meiner Sicht für so abgehängte Regionen, sage ich jetzt mal geografisch in Deutschland wie Sachsen, das betrifft sich ja auch große Teile von Brandenburg, aus meiner Sicht in die Zukunft hinein sehr große Probleme. Also Görlitz ist eine wunderschöne Stadt, kennt ihr vielleicht, super saniert, aber wenn ihr dann seht, wie da die Bevölkerungsentwicklung ist, das ist dramatisch. Also das geht runter 20, 30% die letzten 10 Jahre. Da müssen auch Grüne, sage ich mal, Antworten finden. Das ist eine ganz andere Situation als in vielen Teilen von Westdeutschland, aber auch da gibt es ja sehr verschiedene Wachstumsbereiche, sage ich mal, ne? Ja, wir haben ganz stolz kann ich das sagen, wirklich ein Babyboom. Wir sind absolut gesehen die Stadt, wo die meisten Kinder gerade geboren werden. Ich selber habe 3, nur mal ganz kurz am Rand. Die sind auch ganz klein alle noch und das ist ja auch schön. Genau. Wir haben aber ganz lange Zeit wirklich diesen Bevölkerungsrückgang und sind jetzt in diesem Punkt, wo wir seit 5 Jahren ein ganz leichtes Wachstum haben. Und deswegen ist auch bei uns dieses Thema bezahlbares Wohnen seit 2, 3 Jahren ein ganz großes Thema geworden. Wir haben nächstes Jahr dann auch Kommunalwahlkampf, das muss ich noch sagen. Wir haben jetzt 23 Jahre Schwarz und Blau-Gelb und entsprechend sieht die Stadt auch aus, was wohnungspolitisch da so läuft. Insofern, ich bin nicht dafür für das, was ich jetzt hier alles gleich zeige. Gut. Wir haben das noch wichtig, eine Leerstandsquote momentan offiziell von 4,9%. Interessant, Leipzig hat 11%. Das sind ja fast gleich große Städte. Und das zeigt aber auch, dass in Dresden die Situation schon ein bisschen spezieller ist. Vor allen Dingen, wenn man weiß, 1997 haben wir 25% noch Leerstand gehabt. Also wir haben eine dramatische Verringerung dieses Leerstandes. Und jetzt im Prinzip in vielen Stadtgebieten, vor allen Dingen die Altbaugebiete, die es noch gibt, so als zum Teil erhaltene Gründerzeitviertel und dann die schicken Villenviertel, dort haben wir im Prinzip Leerstand von 1, also 0, also im Prinzip gar nichts mehr, was da zu vermieten ist. Wir haben insgesamt 290.000 Wohnungen, davon gehören 40.000 der GAKFA und auf dieses Problem will ich dann nochmal gesondert eingehen. Wir sind als Dresdner bei 80% Netto-Vergleichseinkommen der Bundesrepublik, also wir liegen beim Nettolohn bei 80%, das heißt, wir sind da deutlich drunter, liegen aber jetzt seit April das erste Mal über dem Bundesdurchschnitt oder also knapp über dem Bundesdurchschnitt bei der Netto-Miete. Das heißt, da ist ein Ungleichgewicht, was jetzt sicher nicht so dramatisch ist, wenn ich sage, dass unsere Durchschnittsmiete momentan bei 5,46 Euro liegt, netto, ne? Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu den aktuellen, dann sage ich mal, Einkommensverhältnissen, ist es doch ein Problem und es ist vor allen Dingen ein Problem. Wir haben die letzten 2 Jahre alleine und das zeigt eben dieses doch Problem, was es bei uns mittlerweile gibt, eine Steigerung von 4,6%. Das geht in Berlin noch schärfer und auch in anderen Städten, das ist mir bekannt. Aber für Dresden ist das vor dem Hintergrund, dass wir ganz lange abgerissen haben, nämlich insgesamt, glaube ich, 20.000 Wohnungen, auch gefördert, 10.000 die letzten 10 Jahre, ist das doch eine erstaunliche Entwicklung. Bei uns ist besonders nachgefragt Altbauquartiere, das ist wie in Köln. Ganz stark nachgefragt sind Familienwohnungen. Ich selber, wir haben das große Glück, wir sind in einem GAKFA-Haus, Altbau, 5
Zimmerwohnung, aber Schlamm, also eigentlich nie saniert in der DDR mal 1980. Und im Prinzip wird nichts gemacht an dem Haus, ne? Aber wenn wir jetzt neu suchen würden, hätten wir ein veritables Problem, überhaupt irgendwas zu finden von der Wohnungsgröße, aber auch von dem, was wir bezahlen können. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Klick. Ja, das wollte ich nochmal so als Stimmung, ne? Ist ja alles nie echt, ne? Bis auf die schwarzen Mauern da, die sind echt. Das andere ist ja alles neu. Ja, jetzt machen wir mal das nächste Bild. Das ist jetzt Symbol dafür, was Schwarz-Gelb die letzten 25 Jahre in Dresden gemacht hat. Also Baugemeinschaften, wenn ich das Wort sage, kriegt die CDU Pickel bei uns. Die weigern sich kontinuierlich, obwohl es einen Stadtratsbeschluss gibt, da überhaupt eine Stelle in der Stadt mal einzurichten. Wir haben mittlerweile fünf in Dresden bei Brachflächenpotenzial. Potenzial von 150.000 Quadratmeter in der Stadt. Wir haben insgesamt, ich glaube, ich habe es mal durchgezählt, 8 Passivhäuser mittlerweile, davon eine Grundschule immerhin. Das war auch ein Antrag von uns, dass das überhaupt mal beschlossen wird. Und wir haben seit 25 Jahren kontinuierlich den Wahnsinn, dass wir unsere herrliche Landschaft, die wir in Dresden ja nun wirklich haben, zersiedeln mit, wie ich finde, völlig beschissenen Einfamilienhaussiedlungen. Marke, weiß ich nie, Björn, Nebenhaus, Hamburg und so, wie das eben alles so aussieht, ne? Das ist aus meiner Sicht eben das, was Schwarz-Gelb da 15 Jahre, 23 Jahre gemacht hat. Aber immerhin, das sage ich jetzt mal so als wiederum Stimmungsaufheller, wir haben als Grüne in Dresden 15% im Stadtrat und wir hoffen, vielleicht wird das mal mehr. So, jetzt will ich mal zeigen. Danke. Jetzt will ich ganz kurz mal so zeigen, wie das in Dresden aussieht, weil die Situation ist schon besonders durch die starke Zerstörung. Auch in Köln gab es die. Dresden brüstet sich ja immer so ein bisschen damit, mit dieser ganz schweren Zerstörung und vergisst, dass bei anderen Städten genauso war. Aber der Wiederaufbau nach 45 war doch sehr anders. Und ich mache jetzt mal so einen kleinen Klick, wie so Dresden ist. Also das Zentrum war ja weitestgehend zerstört, auch mit den bürgerlichen, sag ich mal, dichten Randgebieten. Weiter bitte. Schnecke, weg. Nee, andere Richtung. Das kriege ich auf die Zeit wieder drauf, oder? Ich erzähle sonst einfach, das wird sich schon lösen, das Problem vielleicht, ne? Ich wollte nur einfach jetzt mal zeigen, wir haben, das ist ein großes Problem aus meiner Sicht, um die direkte Innenstadt haben wir in der DDR gebaut, diese fünfstöckigen, sage ich mal, damals, nein, das ist die falsche Folie jetzt, okay. Gut, wir haben, genau, ja, jetzt kommt das bitte, ja, genau. Wir haben direkt um das Stadtzentrum Dresden war ja eine riesige Fläche, die wirklich eben war. Man hat auch aus ideologischen Gründen ganz viel Gründerzeitbausubstanz abgerissen, die es noch gab. So relativ, sage ich mal, fünfstöckige typische Wohnbebauung aller DDR, die ein ganz großes Problem haben, das wiederum Problemanzeige der sozialen, sage ich mal, also vor allen Dingen rentenmäßigen Entwicklung, der Überalterung total in diesen Wohngebieten, die aber sehr durchgrünt sind. Meistens zwei, Dreiraumwohnungen, die die Genossenschaft natürlich jetzt fest in der Hand halten, weil damit sich gut Geld verdienen lässt. Das ist ungefähr 1 Kilometer vom Stadtzentrum von Dresden entfernt. Johannstadt, da bin ich geboren, in der Platte ganz hinten da und wohne da jetzt um die Ecke. Ich will das mal zeigen. Das ist DDR-Wohnungsbau. Eigentlich ja, wenn man sagt, dichte Stadt, eine super Sache. Damals, die haben einfach zehnstöckig gebaut, haben sie niemanden gefragt. Und von der Kompaktheit ist das natürlich ein interessantes Modell. Allerdings sieht man ganz viele Brachflächen zwischendurch und diese Wohngebiete haben natürlich ein ganz großes Problem monofunktional. Weiter bitte. Das sind diese typischen Kränze um die Innenstadt drumherum, wo ich glaube, dass es unbedingt Nachverdichtung geben muss. Weiter bitte. Das ist dann direkt daneben. Das war die Idylle in der DDR, die Dreizimmerwohnung und die Garage für den Trabi. Weiter bitte. Das sind die Gründerzeitgebiete dann so ringsrum. Weiter. Ja, jetzt komme ich zu dem großen Thema Gagfa. Dresden ist berühmt geworden. 2006 hat sich mit einem Schnitt schuldenfrei gemacht. Die Grünen waren gegen diesen Totalverkauf, eben genau aus diesen Gründen, den wir vorhergesehen haben, der jetzt auch im Prinzip eintritt. Die Gagfa hat von dem Gesamtwohnungsbestand Dresden 250.000, 40.000 Wohnungen gekauft für 1,1 Milliarde. Dresden war danach schuldenfrei und hat dieses viele Geld zum Beispiel in so sinnvolle Investitionen wie die berühmte Waldschlößchenbrücke gesteckt. So, ich will mal kurz darauf abheben, was bedeutet eigentlich für die Stadt Dresden. Wir haben also null
eigenen kommunalen Wohnungsbestand. Null. Wir haben Genossenschaften, 6 Stück insgesamt, die zum Teil eine sehr gute Arbeit machen. Wir haben null kommunalen eigenen Wohnungsbesitz. Die GAGFAH hält 40.000. Sie wollte vor einem Jahr alles verkaufen. Jetzt ist sie wieder umgeschwenkt, weil sie merkt, das lohnt sich nämlich langsam in Deutschland. Und ich will einfach mal zeigen, was das für Auswirkungen direkt hat. Das ist in Johannstadt ein GAGFAH-Block, dieser typische DDR-Block. So sieht der aus. Vollkommen unsaniert. Bitte weiter. Da eine kleine Detailaufnahme. Das ist schon seit 10 Jahren so, das kleine Scheibchen da kaputt. Weiter bitte. Das hier ist im Gegensatz dazu direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt, die unglaublich viel macht für diesen Stadtteil, die also Quartiersmanagement macht. Weiter bitte. Ich habe mal hier Berliner Bärchen in Dresden fotografiert, davor so hübsche Figuren aufgestellt hat, Umfeldaufwertung macht. Also wirklich mit einem sehr hohen Aufwand versucht, das Viertel auch oben zu halten. Wird das übel genommen, dass ich auf den Berliner Bären spiele? Okay, weiter bitte. Bärchen eher, ne? Ja, die WGJ baut selber Wohnungen. Das ist zum Beispiel ein Passivhaus, was sofort vermietet war, in einer, wie ich finde, anspruchsvollen Bauqualität. Und die WGJ kümmert sich, wie gesagt, ganz rührend um das Wohnenfeld. Und damit will ich nur Folgendes sagen. Wir müssen, glaube ich, auch aus grüne Genossenschaften, die es schon gibt, stärken. Wir müssen Ansätze entwickeln, wie diese Genossenschaften gestärkt werden können, weil sie nämlich ganz viel von dem machen, was im Prinzip unsere Forderungen so sind, wenn sie es gut machen. Wir haben andere Genossenschaften, die da wesentlich zurückhaltender sind. GAGFAH im Vergleich dazu hat von den 40.000 Einheiten 5.000 verkauft. Das waren die, die am meisten Kohle gebracht haben. Bei dem Rest ist er ganz tief drunter unter dem, was man eigentlich an Investitionen zahlen muss, um Bestandssanierung zu machen. Das heißt, die haben im Prinzip die Sachen runterkommen lassen. Okay, ich kriege angezeigt, jetzt versuche ich es. Ich will unbedingt fordern, wir müssen Genossenschaften stärken mit eigenen Ideen. Wir müssen unbedingt neuen kommunalen Wohnungsbau machen. Dazu brauchen wir Bundesförderung. Wir brauchen, ganz wichtig wurde gesagt, soziale Stadt als Programm muss unbedingt vor allen Dingen für Ostdeutschland ganz stark unterstützt werden. Wir haben da sonst große Rückgänge. Okay, weiteres Bild. Die Linke macht ab dieser Woche in Dresden eine große Kampagne. Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, damit Wohnen bezahlbar bleibt. Sie will das über Schulden machen. Wir müssen eine eigene Antwort darauf finden. Das wird schwer, denn die WoBar war sehr populär in Dresden. Das müssen wir gerade diskutieren. Ich will noch einen letzten Satz sagen, bitte. Zur energetischen Sanierung, Denkmalschutz und sowas weiter. Das ist am Neumarkt. Da mal dahinter geguckt, wie sehen die Fassaden eigentlich wirklich aus mit Dämmung. Noch weiter, bitte. Ja. Hier ein neuer Bau im Stil des Barock in Dresden, da sehen wir die Dämmung. Ich will nur einen Satz sagen, ich fand es sehr gut, Fritz Kuhn hat gesagt, energetische Sanierung muss sein, vollkommen richtig, aber wir müssen dort andere Wege auch zum Teil finden. Es fliegt uns wahrscheinlich sonst wirklich auch zum Teil um die Ohren. Und vor allen Dingen möchte ich hinweisen auf das große Problem der Dämmstoffe. Ich habe das Bild jetzt mal nicht mit. Diese Dinger, die draußen dran geklebt werden, nach 3 Jahren sieht das Mist aus. Da sieht man diese schwarzen Punkte. Das schimmelt, das fault, das ist Sondermüll, sagt ein Professor für Baukultur in Dresden. Es ist ein großes Problem. Es gibt andere Wege mittlerweile. Wir müssen diese Diskussion ganz aktiv vorantragen, um auch uns dem Vorwurf, dass wir da irgendwie Lobby für diese Dämmstoffindustrie sind, entgegenwirken zu können. Wir müssen da andere Wege finden. Und letzter Satz, die Grünen müssen auch Baukultur als ihr Steckenpferd nicht nur, sondern ganz wichtig, als ihr Thema betrachten. Weil wenn wir sagen, lebenswerte Stadt ist Baukultur, ganz wichtig. Und das ist in den letzten Jahren, in den letzten 40 Jahren, behaupte ich, zum großen Teil ganz sträflich vernachlässigt worden. Und dass die Leute in die Altbauquartiere drängen, ist genau, glaube ich, auch ein Grund dafür. Letzter Satz. Das Bündnis hier, was hier beschlossen wird heute, was ich super finde, muss auf breite Füße gestellt werden, denn das ist für das soziale Selbstverständnis der Grünen ganz, ganz wichtig und von großer Bedeutung. Danke.